Häufig wissen Power BI-Nutzer nicht, dass und wo sie ein Support-Ticket erstellen können, mit dem sie ihre Probleme lösen können. In diesem Beitrag wird gezeigt, wie sie ein entsprechendes Support-Ticket erstellen können. Um nun ein Support-Ticket zu erstellen, gehe ich im Browser auf folgende Adresse. Diese Adresse werde ich unter diesem Video hinterlegen. Auf dieser Webseite erhalte ich nun Informationen, ob der Dienst für gewisse Regionen verfügbar ist, beziehungsweise ob bekannte Probleme gelistet sind. Weiter unten auf dieser Webseite habe ich die Möglichkeit, ein Support-Ticket zu erstellen. Nachdem ich auf diesen Button gedrückt habe, werde ich zu der Problembeschreibung weitergeleitet. Bestehende Themen und Beiträge oder Lösungsvorschläge zurückgreifen. Es kann aber sein, dass mein bestimmtes Anliegen hier nicht als Beitrag vorkommt. Dazu kann ich dann weiter zum Support-Ticket navigieren, wo ich nun mein bestimmtes Anliegen kategorisiere und als Support Request bei Microsoft einplane. Beginnen tue ich mal der Problemtyp. In meinem Fall wähle ich Power BI Desktop aus. Dann kann ich auswählen, es betrifft zum Beispiel diesen Bereich hier und möchte hier noch einen einleitenden Satz bzw. das Problem näher beschreiben. Nachdem ich nun den eingegeben habe und See Solutions gedrückt habe, erhalte ich nun weitere Lösungsvorschläge. Sollten diese nicht zur Lösung führen, gehe ich weiter auf Details und kann hier sozusagen die restlichen Informationen bzw. die Problembeschreibung hinterlegen sowie eine Datei anhängen und mit Next bei Microsoft einplanen. Wie ihr seht, könnt ihr so ein Power BI Support Ticket erstellen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.